can dress to impress, no stress, though they're waiting, I keep them waiting. Makeup on fleek, high heels, ripped jeans, they're all waiting, I'm on my way, yeah. Looking in the mirror at myself like, who that? Swag on a thousand and my girls got my back. We just won the party, call me tequila shawty. We just won the party, yeah, yeah. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. Willkommen aus Peniscola. Ja. Komm, wir drehen uns mal, dann seht ihr auch das Meer. Das ist mal nur die Dreckhaufen hier. Das ist nicht Dreck, das ist Sand. Das ist der Sand. Die machen hier gerade die Promenade sauber. Hat natürlich auch gewütet hier der Wind, ne? Ist ja klar. Ja. Oder der Sturm. Aber vielleicht kann man da hinten ein bisschen Peniscola sehen. Naja. Auf jeden Fall, wir sind jetzt da und bleiben erstmal. Ne? Ja. Wir laufen jetzt mal ein bisschen hier die Strandpromenade entlang und gucken mal. Ja, der ganze Sand lag wohl jetzt hier gerade auf den Gehwegen, ne? Auf der Promenade. Schaufeln die alle schön wieder zurück. So, hast du natürlich auch hier eine Bettenburg nach der anderen, ne? Aber soll wohl sein. Ja, ich glaube, hier ist richtig Tourismus. Ja. Aber im Januar weniger. Auf jeden Fall spielt Wetter wieder komplett mit. Ah, ist das schön. Ja. Was machen wir denn jetzt, Schatz? Wir gehen jetzt noch eine kleine Runde. Und dann sehen wir mal zu, dass wir zurückkommen und was zu essen machen. Oh, das böse Wort mit Essen. Nein. Ja, wir haben heute erst gefrühstückt und wir haben jetzt schon gleich halb, wir haben schon halb vier. So nämlich, Hunger! Ja. Läuft alles über den Schlüssel. Ja, der Campingplatz hat zwei Seiten, ne? Ja. Oder zwei Bereiche. Wir sind jetzt rechts. Links ist dann noch ein Schwimmbad und da ist dann Animation. Ja, Restaurant. Und zur Begrüßung kriegst du hier so eine Offerte für 12,50 Euro. Vorspeise, zwei Gänge, Nachspeise und Brot und Wasser. So,
Und da ist der Weg jetzt direkt vom Platz zum Strand. Stimmt, nett hier. Ich glaube, wir müssen uns auch mal ein paar Aufkleber machen. Genau. So, da gehen wir jetzt mal hoch zu dieser Burg. Ja. Was hast du gerade? 24 Grad. Zeigt das Thermometer an der Apotheke an. Hammerwetter. Ja. Hammerwetter. Ja, mal gucken, wie wir da hochkommen, oder? Ja, schaffen. Filmkulisse ist es auch noch. El Cid 1961. Also ich kenne ihn nicht. Kennst du den? Ja, vom Namen her ja, aber hab den sowas nie gesehen. Das ist nicht so meins. Da sind keine Vampire oder sonst. Hier wieder Berge hoch. Ja, wir sind uns jetzt nicht ganz sicher, ob das eine Burg von den Tempelrittern war. Zumindest stand da unten was von wegen Templern. Ja, die waren bestimmt hier, die waren ja überall. Mäuschen. Sie meint nicht mich, sie meint den Hund. So, ich gehe mal einen weiter. Wie 5 Euro oder 3,50 Euro kostet der Eintritt. Thank you.
Also hier am Hafen von Peniscola haben wir gerade gesehen, stehen 1, 2, 3, 4, 5, 5 Wohnmobile oder Vans, Camper. Hier steht nichts davon, dass du hier nicht stehen darfst. Auch nicht übernachten darfst, also alles gut, glaube ich. So, hier gibt es eine Parkuhr, das weiß ich allerdings nicht, das Ding ist zu hier. Hier. Wer weiß, vielleicht sogar umsonst. Zumindest jetzt so, Januar. Oder? Ja, ich bin da gerade am Lesen. Deshalb, kannst du App downloaden? Irgendwie für die, mit der App. Ja, ich sag gut, mal. Gut, aber so. Du stehst jetzt erstmal hier, ja. Und offensichtlich ist das okay. Ja. Also hier steht definitiv nicht, dass du hier nicht campen darfst. Beziehungsweise nicht parken oder nicht übernachten oder. Ja. Ihr kennt diese typischen Zeichen, ne? So, und vom Platz her, von der Länge her, passt das auch? Ja, also 7 Meter. Im Sommer wird hier wahrscheinlich voll sein, da wirst du hier keinen Platz kriegen, aber jetzt im Winter. Alles gut. Ja. Ja, so einen schönen ruhigen Platz hier. Vielleicht mal bei Park for Night mal schauen, der schon drin steht. Glück auf, guten Morgen. Morgen. Ein letztes Mal aus Peniscola. Jo. Ja, gestern ist ja nicht mehr wirklich viel passiert, nachdem wir noch auf der Burg waren und in der Altstadt. Ja. So hoffen wir, dass wir einen guten Eindruck geben konnten von der Stadt Peniscola. Ja, schöne Gegend hier. Würde ich normal machen. Ja, also hier wäre ich auf jeden Fall. Peniscola ist schon schön. Also ist schon. Der Platz ist okay, die Stellplätze sind ein bisschen eng, ja, aber ich meine, man ist ja jetzt auch nicht so viel am Stellplatz, ne? Also ich sag mal so, also von der Stadtseite her gibt es viel zu gucken. Ja. Auch so Bars und Pubs und all sowas, ja, alles gut. Hinten der Hafen, schönes. Du bist ein bisschen hell, ne, Schatz? Ja, das geht aber nicht dunkler. Und Pubs und so, also da ist auch ein bisschen schon Stimmung. Ja. Aber leider hat diese Ecke natürlich viel Sturm abgekriegt. Das heißt, sie sind viel am Bauen oder am Renovieren. Ja. Relativ laut oder Baulärm, aber gut, so ist das. Muss ja auch wieder schön gemacht werden. Ja, für die, die im Sommer kommen. Genau. Früher. Also die Sanitäranlagen sauber, einfach, aber sauber. Fand ich jetzt? Ja, ich fand die schon ein bisschen abgerockt, aber zumindest stellenweise in den Duschen und so war schon ein bisschen älterer Standard. Aber alles gut, sauber war es auch definitiv. So. Wasserknaller heiß, Strahl, schön, ja, schöner volle Pulle. Duschkopf wenigstens. Nein, alles passt. Die haben auch vorne an der Ecke haben sie ein Luftdruckprüfgerät für die Reifen. Da kannst du dich an der Rezeption melden, dann kriegst du da so einen Manometer und einen Schlauch. Habe ich vorhin noch gesehen. Sehr freundlich. Kriegst Brot und also Baguette und Croissant. Du musst allerdings vorbestellen, aber funktioniert auch einwandfrei. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Für den Hund Auslauffläche. Sehr schön. Nach hinten raus ist so ein Grünstreifen, so ein Wanderweg. Also da kann man sehr gut laufen. Ja. Parzellen sind relativ klein. Baumbestand, musst ein bisschen aufpassen mit der Höhe. Nach 300 Meter da kannst du dich dann schon mal zerreißen, wenn du Pech hast. Wenn du nicht aufpasst, ja. Aber von der Breite, von der Länge her, wir passen gut rein. Wir sind ungefähr 7 Meter. Wir hatten noch ein bisschen Platz, also 7,40 Meter würde auch noch gehen. Aber relativ schmal. Ja, also ist nichts zum. Also wenn man jetzt einen größeren haben will, da muss man den auf jeden Fall vorreservieren, denke ich mal. Weil die größeren Plätze, die waren alle schon weg. Aber Stromanschluss auf der Parzelle. Wasser? Wasseranschluss auf der Parzelle. Und
Spülbecken noch, wenn man so für grobe Sachen zum Abspülen, also mit Kaltwasser. Mit Kaltwasser. Die Fähr- und Entsorgung. Die Entsorgung ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, das war draußen, da war so ein grünes Tor und da haben sie gesagt, das ist Grauwasserentsorgung. Auch. Ja, aber da waren halt ein Gitter, ne? Ich meine. So ein Bodeneinlass. Aber das war auch irgendwie hinten hinter der Garage oder in der Garageneinfahrt. Also wenn du da drin stehst mit deinem Boliden, dann geht da keiner mehr rein und keiner mehr raus. Ne? Ja. Da müssen die anderen mal warten. So. Ansonsten diesen Camper Clean. Camper Clean. Hatten sie da gehabt, haben aber auch noch mal so eine Ausgussstelle für WC-Toilette gehabt in einem abgeschlossenen Gebäude. Belüftet. Wow, tipptopp. Keine Frage. Ja, summa summarum, ich würde wieder hinfahren. Ja, also den würde ich auch jederzeit wieder nehmen, den Platz. Ja. Also der war gut. Ja. Campingcard, also Axi-Card. Akzeptiert. Ja, 20 Euro mit Campingcard, alles inklusive. Wi-Fi, ja. WLAN gratis, allerdings nur 500 MB. Wenn du mehr haben willst, dann zahlst du 5 Euro am Tag. Das ist dann schon heftig. Dann hast du aber, weiß ich nicht, wie viel. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, also schöner Platz, total zentral zum Strand. Also ja, okay, irgendwie 150 absolut. Meter oder was. Also, ne? Das ist, wer gerne zum Strand geht, ist der. Dann auch zur Meile da, zur Promenade. Promenade. Jetzt werde ich mal alleine laufen kommen. Es ist auch um diese Zeit, waren noch einige Stellplätze frei. Also das war jetzt einer, ich meine, okay, der ist jetzt auch wieder ein bisschen nördlicher, aber das war jetzt mit einer der, wo halt noch ein paar Stellplätze frei sind. Ich denke mal, je mehr südlich mal man kommt, umso eher sollte man dann im Vorfeld anrufen und nachfragen. Aber das kann man über diese Axi-App, die Telefonnummer steht immer dabei. Das hat wunderbar funktioniert, habe ich immer gemacht. Rechts halten und dann auf die Autobahn fahren. Jo. So. Jetzt fahren wir weiter nördlich. Jetzt fahren wir wieder zu unserem ersten Platz, wo wir waren in Spanien. Nach Camping Les Medes als Zwischenstation. Ja, geht jetzt nach Hause. Alles mal ein Ende. Und da das der letzte Platz ist, der jetzt noch offen hat in Spanien, ich meine, möglicherweise sind da welche Stellplätze, die da vielleicht offen haben, aber das möchten wir nicht so gerne auf einfachen Stellplatz. Deshalb haben wir den jetzt gewählt und von da aus geht es dann weiter. Genau, wir haben ja die ganze Zeit die Campingplätze gehabt, außer in Frankreich, da war ein Stellplatz. Und genau, da sind ja auch sehr viele. Aber hier in Spanien, weiß ich auch nicht, haben wir nur Campingplätze ausgewählt. Ja. Aber passt ja auch alles so weit. Obwohl ich jetzt gestern beim Stöbern gesehen habe, da wo wir jetzt hinfahren zu dem Campingplatz, da soll auch ein Stellplatz sein. Ja gut, den könnte man ja auch nehmen. Aber der ist fast genauso teuer wie der Campingplatz. Ehrlich? Ja. Ja. Nö, dann machen wir Camping, ne? Genau. Der hat uns gefallen, der Platz, der ist ja, okay. Ja. Da fahren wir jetzt hin. So, da werde ich aber nichts mehr zeigen. Vielleicht machen wir. Ich denke mal da so einen Abschluss. Sollen wir Abschluss machen? Ja. Feierabend? Dann ziehen wir mal. Fazit, genau. Dann ziehen wir mal das Fazit aus diesem Urlaub. Ja. Allgemein. Oder? Können wir machen, weil danach ist Burg am Brest, glaube ich. Ne? Fahren wir dann wieder oder über das? Nee, okay. Dann machen wir vorher noch. Weil Burg am Brest ist zu weit. Das schaffen wir nicht. Aber den anderen, da machen wir noch kein Fazit. Dann
machen wir den erst in Frankreich. Ja, gut. Oder wenn wir zu Hause sind. Oder so. Ich weiß es noch nicht. Ja, also wir sind da so spontan, ne? Vielleicht haben wir ja noch was für zwischendurch für euch. Genau. Oder wir machen da zum Schluss zu Hause bei einem Schnäpschen. Den ganz, haben wir ja noch zu Hause. Ganz in Ruhe, genau. Alles klar. Bis denn.